Ich werde es erstmal ein, als eine Stein Axt basteln. Das hier ist die Axt. So sieht die Axt aus. Kennt ihr doch, glaube ich, alle schon. Einmal lasse ich da. Ups, jetzt habe ich das weggeschmissen. Und eine Eisenaxt. Hallo, gib mir meine Stöcke wieder. So, und jetzt noch eine Eisenaxt. Zack, zack, zack. Hoppala. Zack und Scheiße. Ja, das war jetzt gerade eine Intelligenzaktion. Auch neun, aber das ist mir jetzt aber auch Pappe. Wir gehen das Holz hacken. Holzi hacki, da 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 da. Wo ist denn unsere Holzaxt? Da ist unsere Steinaxt, meine ich natürlich. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und plopp, plopp, plopp. Und plopp, plopp, plopp. So kloppen wir jetzt das ganze Holz uns zusammen, damit wir uns hier ein neues Reich aufbasteln können. Oh, nee, ich will Tropenholz haben. Das sieht viel cooler aus. Wir gehen das Tropenholz sammeln. Kein normales Eichenholz, so langweilig Holz, so, sondern Tropenholz. Richtig edles Tropenholz hat ja nicht jeder. So, und das da und hier noch und da. Ist doch echt cool. Also ich habe nicht gedacht, dass wir das hier so bekommen. Hier so mit Krapfen und so. Dass hier das ganze Holz so serviert. Die ganzen Sachen hier so serviert. Das sind echt bahnbrechende Entdeckungen. Ich finde das echt toll. Also ich mag das gerade richtig gerne. Also jetzt gerade macht mir Minecraft mal wieder seit langem richtig Spaß. Weil du einfach was findest und weil du hier nicht rumläufst wie eine Tarantel auf Alkohol. Nur damit du irgendwas machst, sondern jetzt hast du ein Ziel vor Augen, du kannst dir was Neues aufbauen, weil du hast das und das gefunden. Ich finde, das ist toll, ich mag das mehr dann. Ich mag Minecraft dann viel mehr, wenn das Spiel so ist, dass du immer wieder mal was findest und nicht hier elendig ein auf Indiana Jones für Hartz-IV-Empfänger spielen musst. Weil das brauchen wir natürlich irgendwie alle nicht. So, und jetzt gehen wir da hoppa und hoppa und hoppa. Nehmen unsere Steinaxt wieder zur Hand und kloppen uns durch das Holz. Ich weiß, das ist jetzt nicht so der allerspannendste Punkt und ja, bla bla, aber ist jetzt nicht anders möglich, weil neue Bude, neues Glück. Bei der alten hatten wir zwar unsere Riesenschlucht dabei, aber so viel hast du da auch nicht machen können. Dass wir hier echt ein Ding finden, hätte ich jetzt echt mich im Traum nicht dran gedacht. Ich finde das gerade so toll. Hier mal kurz kaputt kloppen und da rein und kabum und kabim und kababibam. Jetzt kloppen wir schnell den Stein hier weg. Zack. Und zack. Und hier ist da auch noch was. Und da ist auch noch was. Und hier ist überall was. Ist doch ein super Erlebnis. Also ich finde das gerade toll. Hier Eichenholz mal weg. Kappelebumbien und so. Haben wir ja natürlich jetzt einiges gesammelt. Hier 36 und 34 sind 110. Und hier nochmal das Tropenholz. Das ist ein bisschen ordentlich, das kräftig schön aus. Oh, das ist, finde ich, toll. Oh mein Gott, nein. Aha. Wir können es hier erstmal ein bisschen weiterbauen. Ist das natürlich nicht so das Allerspannendste, aber meine Güte. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch steht, aber ich kenne immer, dass ich, wenn ich Minecraft zum Beispiel spiele, wenn ich gerade von Freunden komme und ein bisschen was Intus habe, wir sind ja noch alle jung, deswegen darf ich das sagen. Ich weiß nicht, dass ich dann immer total Mist zusammenbaue. So ist zum Beispiel auch die Idee entstanden beim Let's Show für das Sandhaus. Weil ich mir eingebildet habe, nö, du brauchst ein neues Haus, das ist langweilig. Vor allem, weil das Ding immer fertig ist, mein eigentliches Haus im Let's Show. Aber gut, da können wir jetzt auch, hoppala, können wir jetzt auch nicht so viel dran ändern. Jetzt habe ich das auch schon gebastelt. Jetzt wird es auch weiter benutzt im Let's Show. Und hier sind wir auch gerade beim fröhlichen Häuserbasteln bekanntermaßen. Ist ja Haus Nummer 2 für uns. Oder besser gesagt, das erste war eine Hütte. Das hier wird das ein Haus, ein schön schnuckliges, schniekes, knorkes Haus. 8 Holz haben wir jetzt noch, das heißt, wir gehen gleich wieder sammeln.
So und so und sadala und tralala und skabimba. So, damit gehen wir wieder in den Wald, in den tropischen. Oh mein Gott, ich hoffe, es regnet nicht. Ich habe Wimperntusche aufgetragen, ne? So, da ist wieder Tropenholz, das wir abklappern können. Und klapp, und klapp, und klapp, und klapp, und klappums. Und klappbimsel, so. Ist wieder so Eichenholz, das nehmen wir jetzt auch natürlich mit. Wir haben ja die Wand jetzt schon aus Eichenholz angefangen, das müssen wir auch mit Eichenholz fertig machen. Tropenholz, indes ist viel zu schade. Jetzt für so eine Wandverkleidung können wir vielleicht hernehmen für so Holzbänke oder Treppe vielleicht oder sowas. Wir wissen ja noch nicht, für was wir das Haus jetzt sondern nehmen werden, nicht wahr? Aber wir werden da bestimmt eine gute Idee finden, glaube ich. So, hier ging es irgendwo, hier geht das zum Kerploppen und Zerkloppen. Plop, plop, plop. Krabimsel, Krabamsel, Krabwumms. Das erinnert mich gerade irgendwie so an, also alte Kinderzeit, wo du dann immer gedacht hast, oh, wir müssen uns ein Baumhaus bauen, bla bla bla. So richtig weit in den Wolken, Hatschi, Hatschi, Hatscha und so. Das war noch so eine unbeschwerte Zeit. Es macht einem Spaß, dann noch so in die Wälder was reinzubauen. Ich finde es toll, dass Notch genau diese, irgendwie diese Idee da aufgegriffen hat, so ein ewiges Kind zu sein, dem du einfach immer weiter über einen unendlichen Zeitraum immer weiter irgendwie da was zusammenbasteln kannst. So, auf jeden Fall ist hoppala, jetzt weiter hier Holz abbauen. Holz, ja, da unten ist das Holz, das wir haben möchten. Dann latschen wir mal dahin und flop, fliegen wir hier fast runter, aber nicht ganz. Und kloppen hier erstmal noch ein bisschen Holz ab. Oh Leute, wir haben schon wieder 12 Uhr, sogar nach 12. Ich bin hundemüde. Das Holz kloppe ich jetzt noch ab, dann ist für heute wieder mal Aufnahme stopp. Ich muss das sowieso noch alles rendern lassen und weiß der Gott nicht und weiß der Geier und ja, keine Ahnung. So, damit mache ich jetzt Pause hier. Sag auf Wiedersehen, wir sind ja gerade am Neubauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal in Minecraft. So, Hallöche, da sind wir wieder zurück hier in der Minecraft Let's Play Welt. Wir hatten ja frisch angefangen, uns was Neues aufzubauen. Da ist das Dorf und hier irgendwo stand eigentlich auch unser Grundriss oder unser Fundament. Da steht unser Fundament. Dann auch recht dürftiges Fundament. Wenn ich ehrlich bin, das sieht aus wie so eine Schublade. Dann kann man so hier oben so reinhüpfen. Hüppe! Und drin. Ein Stift unter Tausenden. Haben wir Holz? Ja, wir haben Holz. Dann lass uns doch gleich weiter basteln da. Ich glaub, wir waren eigentlich gerade im Holz sammeln, aber das ist mir jetzt auch Pillepalle. 36. Ja, das war sinnvoll. Wie Kloßbrühe. So. Und da haben wir Tropen, Holz, ah, Schlecken, ey. Und Tropenholzbretter, ey, da, Alter, Alter. So, da drauf, 60 mal Tropenheld, können wir irgendwo rein? Ich weiß es gar nicht. Hey, da ist Emma, plopp, Hallo. hör auf mir ins Ohr zu muhen, ich glaub's ja fast. Pa, wir kommen hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Ja. Da bleibt mir wohl nur eine Wahl. Ohne Axt. Kotz. Dann hau ich halt mit einem Samen drauf. Einem Samen drauf ein. Ist mir doch auch Pillepalle. So, hier ist jetzt eine Tür. Ist mir jetzt auch. Ehrlich gesagt, prall. Total egal. So, Hallo Haus. Hallo rechteckiges Haus. Ohne irgendwelche Schnörkel. Ja, da wird bestimmt noch was reinkommen irgendwann. Jetzt brauchen wir erstmal ein Notprovisorium. Denn Arschlecken, wir schalten die Nacht jetzt wieder an. Die Monster wieder an. Wir hatten es beim letzten Mal ja aus. So. Ich glaube, ich habe gerade total scheiße gehört. Ja. Ey! Hoppala. Ich drücke auf die falsche Taste.
Ja, aber das Erste, was wir uns bauen, ist eine Tür, sonst sind wir ganz schnell Creeper-Futter. Das will ich dann doch nicht so gerne sein, eigentlich. Dün. Ja, hängt ein bisschen. Ist aber ja Standard, das wisst ihr ja schon. Ich finde mich toll, wenn ich das sage. So richtig. Nein, was baue ich denn da für einen Scheiß? So richtig wertvoll, wenn ich hier sage, dass hier Hühnerfutter im Spiel mit dabei ist. Ja. Klopp, mach kaputt. So, und jetzt bauen wir hier fertig. Sonst kloppen uns die irgendwann noch die Birne ein. So. Und das Holz fließt in Strömen. Warte mal, das war, glaube ich, gerade kompletter Humbug. Was steht denn da hinten? Ist das da hinten ein Creeper? Creepy, 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 creepy. Creepy, creepy, creepy. Creepy, creepy. Hier ist doch was. Ja, ich gehe jetzt lieber nicht hier auf Gefahr. Ist mir doch dann ein bisschen zu gefährlich. Ach, scheiße. Hey, ja. Gut. Ich gehe da jetzt lieber nicht oben drauf, weil so Skelettors und solche Monster haben das irgendwie so gerne, wenn man da so rumlungert, die schießen dann immer ab. Ach, Arschlecken. Ist das ein Enderman? Was leuchtet da hinten so blöd blau? Spinnerich ist auch da. Ich gehe jetzt hier wieder runter, das macht. Au! Boah, ich habe gerade Angst hier. Boah. Alter, ich werde schon wieder paranoid hier. Das ist doch. Alter. Nee, ey. Ist das Kacke. Ohne Scheiß, ey. Hier kreuchen und fleuchen die Monster herum und ich drehe hier halb am Rad. Geht mal gar nicht, alter Schwede. Hoppala. Naja. War jetzt auch nicht so verkehrt. So und so. Und plopp. Und fertig ist die Wand. Dann gehen wir wieder hoppala. Machen hier die nächste Wand hin und springen! Scheiße. Ja, ihr seht schon, ich bin so minimal ängstlich bei den ganzen Ungeziefern hier. Ist das ein Zombie? Ja, der sieht aber chilliger aus, der Zombie. Schaut mal, auf Großbild könnt ihr hier einen tollen Zombie sehen, der sieht grau aus. Wie so eine Crackleiche. Naja. Okay. Wir bauen es hier erstmal ganz fluxikarussi zu und wir sollten vielleicht auch Fackeln anbringen. Ja, wäre so eine Idee. Eins. Zwei. Drei. Machen jetzt hier gleich zu und vier! Sollte reichen für den Anfang. Hallo. Mein Spiel kickt mich gerade voll in Möhre, Alter. So, ja, hier bauen wir gerade die Wand zu. Plop, plop. Plop und plop. So, und weiter geht die Fahrt. Im fröhlichen Bauen, das war so sinnvoll. Ist mir jetzt aber auch Pillepalle. Ich baue gerade einen Scheiß zusammen, und zwar halt dermaßen. Bei uns regnet es Holzklötze in die Wohnung. Mit jeder Sekunde gehen die eins tiefer. Schau nur. Oh, schau nur. Oh mein Gott, es ist doch tiefer geworden. Kann es sein, dass ich gerade minimal hier kompletten Humbug baue? Schau mal, es ist doch tiefer geworden. Sogar seitlich versetzt. Naja.
Ist klar, ich glaube, das bauen wir wieder weg.